Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren neuen Folge von Factory Town. Ja, Rutschen sind eine praktische Möglichkeit, Gegenstände, meist natürliche Ressourcen, über weite Strecken zu transportieren. Es kann sein, dass du sie drehen musst, damit Gegenstände in die richtige Richtung rollen, wenn sie eine Abzweigung erreichen. Wow, Förderbänder, okay, nee, wir kennen uns aus. Das ist ja komisch, da guck mal hier so langsam, schnell. Egal. Gut, wir machen weiter hier in unserem wunderschönen Dorf, das etwas seltsam anmutet hier mit der fliegenden Siedlung, aber das gehört halt einfach dazu. So, und wir haben es logistisch, sieht es eigentlich jetzt gar nicht mal so schlecht aus. Momentan, ich habe aber jetzt keinen Plan. Okay, in der Kiste haben wir Kartoffeln. Da machen wir, okay, ja gut, das ist alles irgendwie Schule forscht, irgendwie brav dahin. Sägewerk sägt irgendwie brav dahin. Wir könnten das etwas optimieren, wenn wir zum Beispiel mit Rutschen arbeiten, wobei Rutschen natürlich nicht nach oben gehen. Könnt ihr auch Stoffförderbänder machen. Das machen wir jetzt mal. Bist du der? Ja. Komm, du klopfst jetzt hier da und machst da. So, danke. Gut, aber ansonsten eigentlich, die sind alle ganz, ganz glücklich und zufrieden, hätte ich gesagt. Ja, die sind hier, also mehr oder weniger. Mein Mehl wird ein bisschen wenig hergestellt. Willst du mir jetzt sagen damit, oder... Eier werden auch relativ wenig hergestellt, aber naja, so alles im Allen ist es jetzt gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen. Ei ist zu wenig. Was liegt daran, weil wir nur diesen einen Stall haben, der Eier macht? Ne, nicht der, sondern der. Oder ist es einfach, weil die zu langsam, ich glaube, die werden zu langsam abgeholt, ne? Naja, egal. Wir sollten jetzt nicht da weiterbauen, sondern wir bauen jetzt weiter an. Ich weiß nicht, sollen wir hier vielleicht mal kurz... Ja, machen wir da mal das fertig, hätte ich gesagt. Hier die fliegende Stadt. Also solange wir jetzt... Holz haben wir jetzt ja noch, dann geht das ganz gut. So. Und zack. Oh nein. Ja, gut, dann... So. Ich meine, ja, ist ein bisschen seltsam. Haben wir ja letztens schon erwähnt. Das ist irgendwie so, dass die da so fliegen kann. Das ist... Oh, ich habe kein Holz mehr. Okay, gut. Aber Holz wäre ja eigentlich da dann, ne? Genau, da ist nur der Förster ein bisschen am strugglen, ja? Um das auf Englisch zu sagen, Business English, weil der einfach too less resources to abbauen hat. Gut, ah, dann müssen wir da ein paar Bäume pflanzen noch. Ist ja egal, pflanzen wir einfach da alles voller Bäume. Das wäre wahrscheinlich das Geschickteste. So. Komm, den noch. Sehr schön. Und da auch noch einen machen wir noch. Komm. So, sehr schön. Gut. Und ich denke, normalerweise müsste der mit denen eigentlich locker genug haben. Aber offensichtlich dann auch doch wieder irgendwie nicht, weil der dann doch relativ schnell abbaut. Na gut. Aber alles in allem, oh, ich sehe gerade die gelben Münzen, ich meine so wirklich super schnell kommen die nicht nach. Ja, nicht so wie man sich das wünscht. Das bedeutet im Lebensmittelmarkt, vielleicht sollte ich jetzt doch gucken, dass ich auf jeden Fall, also dass ich Grillfisch und Grillhühnchen... Prozent der Häuser glücklich mit dieser Ware versorgt. Prozent der Häuser, die aktiv diese Ware verbrauchen. Ja, weiß ich nicht. Warum sind das nicht mehr? Weil ich glaube, gerade die sollten ja eigentlich relativ gut gehen. Ab wann kann ich eigentlich die... Ne, Loren nicht den Plan wagen. Da freue ich mich drauf. Also ich sag mal hier, Grillfisch und Grillhühnchen sollte eigentlich echt gut gehen. Also da glaube ich, brauche ich mich nicht wirklich beschweren. Nee, dann schauen wir vielleicht echt, dass wir eher Brot statt Mehl machen. Wo bekomme ich eigentlich momentan Mehl her? Mehl bekomme ich da, oder? Ja, genau, dann machen wir dadurch Brot draus. So, machen wir eine Küche. Küche. So, die könnten wir eigentlich eh gleich da gegenüber machen. Und da machen wir Brot. Was brauchen wir für Brot? Ja, Mehl und Feuer. Mehl und Feuer, das ist nur die Frage. Kohle könnten wir eigentlich von da unten abholen, ne? Dann ist das mein Kohlezentrallager. Oder ich fahre hier rüber. Moment, zwei Männchen sind da fast ein bisschen zu viel. So, oder ich fahre von da rüber. Obwohl, nee, das ist auch... Nee, ich hole, komm.
ein weiteres Wägelchen, der einfach von da unten Kohle hochfährt in die Küche. Schau mal, das müsste ja eigentlich reichen. Dann machen wir da ein weiteres Förderband darüber. So. Zack. Einen Greifer. Zack. Sehr schön. Und dann müsste das ja eigentlich relativ gut gehen. Bist du jetzt der, genau, du holst jetzt statt Mehl, holst jetzt das da ab und fährst das da hin. Ich meine, das würde zwar super mit dem Förderband auch gehen. So, es mangelt an Mehl. Werden wir vielleicht hier den Bauernhof... Okay, der ist... Ach, ich sehe gerade, der ist ein bisschen... Ja, der müsste vielleicht auch düngen. Habe ich jetzt irgendwo schon Dünger eingelagert? Dünger, 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 Dünger. Ja, ist da drüben, ne? Das ist mein Düngerlager, ja. Nur die Frage, wie ich da... Das habe ich jetzt so verbaut, da komme ich ja nicht mal durch. Boah, das ist ja echt doof gemacht hier. Was habe ich mir denn dabei gedacht? Ich frage mich echt, was ich mir dabei gedacht habe. Da komme ich ja nie... Wie soll ich denn da durchkommen? Boah, das ist ja echt doof verbaut hier. Also das Zeug muss ich auf jeden Fall irgendwann mal neu machen. Aber jetzt erstmal muss ich hier schauen, dass ich, ja... Kiste daher. Schaffe das irgendwie? Ich meine, die Kiste müsste ich ja theoretisch auch von 3 nach oben irgendwie reinliefern können, oder? So. So, jetzt fragt ihr euch sicher, was macht der verwirrte Mann da? Ja, das weiß ich selber auch nicht so genau. Aber ich vermute mal, schauen wir mal, ob sich das ausgeht. Ich will da auf jeden Fall, so. Bis wo kann ich da jetzt rausfahren? Geht das noch raus? So? Ja, geht noch, okay. Jetzt muss ich schauen, dass ich da auf jeden Fall vorbeikomme. Das sollte ja gehen. Boah, wobei, das ist mir fast zu... Ich möchte da zumindest ein bisschen Abstand, ein bisschen mehr Abstand haben. So, also nach oben hin. Moment, nein, nicht das da. Ich möchte das da eher. So, dann da eine Rampe nach oben. So, so passt's. Dann da jetzt nach unten, ja. So, sehr schön. Und dann machen wir einen weiteren Wagen, der dann irgendwie... Ich weiß nicht, hole ich jetzt das Zeug... Nee, da rein... Oh, juhu! Metallförderbänder. Da rein will ich da ja eigentlich nichts. Oder bringen wir da... Ja, komm, ist egal. Dann bringen wir den Dünger eben von da... Da rein. Sondern ich könnte... Jetzt könnte ich Metallförderbänder bauen. Ich muss irgendwo so ein metallabarbeitendes Dingens machen. Könnten wir da drüben machen. Sich die um Metallförderbänder kümmern in Zukunft. So. Gut, die Kornmühle ist immer noch zu langsam. Es liegt aber daran, dass der Bauernhof ein bisschen zu langsam arbeitet. Nee, das Förderband, das zieht zu langsam raus. Jetzt check ich es erst. Okay, dann müssen wir da unten ein zweites ranmachen. Ist ja okay. Ja, Dampfkraft, super. So, zack. Noch ein Greifer. So. Ja, jetzt passt es, jetzt geht schneller. Jetzt ist der ein bisschen zu langsam. Boah, der ist echt, also diese Kornmühle, die geht ja richtig langsam. So, okay, ja, was machen wir dann jetzt? Sollen wir vielleicht echt schauen, dass wir die Metallförderbänder irgendwie produzieren, oder? Wäre wahrscheinlich gar nicht mal so ungeschickt. So, und hier, Moment, hier zwecks der Statik. Ihr wisst ja, wie es läuft. Zwecks der Statik, hier so ein Pinöbel ran. So, super. Und schon ist alles realistisch. Ha, herrlich. Meine Stadt. So, okay. Gut. Da
das läuft auch noch ganz in Ordnung. Ja, dann machen wir wirklich, schauen wir, dass wir irgendwie die Metallförderbänder schaffen. Für die Metallförderbänder brauchen wir ja dann diese Maschinenhalle. Ach, da brauche ich die verstärkten Bretter. Verstärkte Bretter habe ich ja momentan noch gar nicht, beziehungsweise habe ich schon, aber die verkaufe ich ja, glaube ich, nur. Wie wird das? Die werden ja da unten irgendwie gemacht, genau. Und die verkaufe ich da rein. Nee. Da rein? Nee. Wo läuft der hin? Wo läuft der wirklich hin? Wo gehen die verstärkten Bretter hin? Ach, der fährt da hoch. Okay, und ach, okay, die verkaufe ich dann gleich da. Ja, war fast zu erwarten. Okay. Na gut, dann machen wir anders. Und dein Lager auch noch ran. So. Nein, warum habe ich das jetzt eigentlich am Boden? Das gehört natürlich nach oben. So. Und zack. Und dann so. Und hier einen Greifer, der hier ran. So, und dann muss der einfach ein bisschen schneller. Und das Witzige ist jetzt wirklich, dass der jetzt offensichtlich echt Ich habe keine Ahnung, warum, dass der Wagen so seltsam rumfährt. Ich check's nicht. Liefer das bitte mal da ab. Danke. Hallo? Warum machst du das nicht, was ich will? Stell dich mal dahin, bitte. Danke. So. Schmiede, Werkstatt. Ach, Schmiede. Moment. Wo bekommt der eigentlich die Bretter her? Von dem Sägewerk, oder? Ja, offensichtlich. Weil ich ja nicht ganz verstehe, warum das da. So. Dass da ein Wagen hin und her fahren muss. Was ist denn jetzt los? Würdest du bitte die Güte besitzen, da was hinzubauen? Danke. So. Und jetzt da so rüber. Moment, das ist das Falsche. Das wollen wir. So, so. Genau. Dann sparen wir uns nämlich den Wagen, der da immer seltsam hin und her fährt. Aber wir müssen hier auf jeden Fall so eine Art Holzfäller hinbauen. Holzfäller, Gebäude, Holz, also Försterei, so. Dann sparen wir uns da das Männchen. Dich nehme ich. So, dann kommt da so ein Bändchen hin. Zack, sehr schön. So, das sollte ja eigentlich reichen, dass dieses Sägewerk jetzt ein bisschen schneller produziert, damit wir da auch diese Bretter irgendwie bekommen. So, wie sieht's da aus? Okay, der muss ein bisschen schneller arbeiten. So, wie sieht's jetzt hier aus? Da bekommt das immer noch relativ langsam zugeschippert. Aber ich glaube, dass der Holzfäller, Moment, wenn ich da jetzt auf 3 Arbeiter stelle, schafft er es überhaupt dann noch aufs Band zu legen? Nee, 3 sind zu viel. Heieiei. Okay. Und ich bin jetzt auch am Überlegen, weil ich muss sagen, mir gefällt das hier eigentlich überhaupt nicht. Also das ist wirklich so ein Durcheinander. Ich bin am Überlegen, ob ich nicht das jetzt auf die Schnelle gleich irgendwo neu und sauber hinbaue. Vielleicht da hinten sogar. Weil was sind denn das? Das sind Weidefelder. Also in Wirklichkeit ein Bauernhof, der hier das Kornmühle und 2 Weidefelder. Einmal mit Eier, einmal mit Hühnchen. Weil das ist halt echt hier, das ist so ein Durcheinander, das, boah, weiß ich nicht, was ich mir da dabei gedacht habe. Aber das Problem an diesem Level ist halt wirklich, dass ich nirgendwo gute gerade Flächen habe. Ich meine, ich könnte das da hinten hinbauen, nur das ist halt dann ewig weit weg vom Schuss. Und das Problem ist, ich komme ja jetzt da auch nicht durch, weil ich habe mir das ja alles verbaut. Ja, ist echt nicht ideal gelaufen hier. Wir bauen das hier. Nee, da ist die Produktion schon, weil es ist eigentlich egal, wie weit das es weg ist. Ja gut, weißt du was, ich baue es einfach jetzt wirklich hier hin. Wo ist eigentlich unser Steinmetz?
Oh, ich sehe gerade, unser Steinmetz ist ja schon fast fertig. Das ist nicht gut. Dann brauchen wir einen neuen Steinmetz. Das passt dann ganz gut, weil dann bauen wir nämlich dann dahin. Dann kann der gleich mal hier die ganzen Steine abbauen. So. Einmal Ziegelsteine machen und dann ein paar rutschen. So. Was ist denn das? Bitte, nein. So. Jetzt haben wir schon das Problem, dass wir da natürlich jetzt echt wieder nicht durchkommen. Ja, das haben wir uns richtig doof verbaut hier. Warum geht das jetzt wieder nicht? Das muss doch gehen. Ja, geht doch. Geht doch, man muss nur wollen. Ach, da will er... Ach Gott. Abschüssiges Gelände gefunden. Ich will hier nicht bauen. Na gut, dann bauen wir eben so. Ist dir das jetzt lieber so? Ja. Jetzt steht der Baum auch noch im Weg. Ach, Leute. So. Einmal kurz hier den Baum wegreißen. Rohstoffe entfernen. Zack. So. Ich glaube nicht, dass die da drüben... Ja. Hilft dir alles nichts. Machen wir mal 4 die da. Ach, und das rutscht hier nicht rein, doch, oder? Okay, haben wir... Was ist denn das wieder? Moment. Nein. Ach, da haben wir ja wieder eine Glanzleistung gebaut. So. So. Danke. Okay. Und wo bringt der das jetzt hin? Ach, der bringt das nur... Nee, der muss das woanders auch hinbringen, oder? Einmal ins Lager. Und der bringt es einmal in den Gemischtwarenladen. Okay, gut. Dann brauchen wir jetzt 2 Wagen. Gut, ich meine, das Lager muss jetzt nicht hier sein. Es kann da drüben auch sein. Aber ich glaube, wir brauchen trotzdem 2 Wagen. Moment. 2 Wegen. Wobei sich die wahrscheinlich wieder gegenseitig im Weg stehen. So, Steine holen und in den Gemischtwarenladen bringen. Du kommst hier weg. Das Lager kommt früher oder später auch weg, wobei wir... Nee, komm. Können wir das verschieben? Es geht ja, glaube ich... Lager verschieben kann ich... Ja, genau. Dachte ich, was kann ich nicht, solange es nicht leer ist. Natürlich jetzt nicht so toll. Das bedeutet, ich würde sagen, ihr leert das jetzt mal schnell hier in die Basis aus. Ja, danke. So, und da... Ja. Wie gesagt, das muss ich bald mal umbauen, weil jetzt ist das echt kontraproduktiv, weil ich da nirgends vorbeikomme. Das werden wir jetzt dann gleich machen. Na gut, dass wir hier uns einig sind. So, also das Lager, sobald das Ding leer ist. Kann ich das darüber verschieben? Okay, wunderbar. Stellen sich die jetzt alle daran, damit ich auch weiß, welche ich löschen kann. Ja, okay. Wenn ich das Lager jetzt verschiebe, laufen die alle mit? Wahrscheinlich, ne? Toll, jetzt kann ich das wieder hier nicht her verschieben. Oh Gott. Boah, dieses unebene Gelände da überall. Ist echt schwierig. So. Bitte einmal verschieben. So, laufen die da jetzt alle rüber? Ach wirklich, das ist ja lustig. So, dann kann ich euch jetzt alle nach der Reihe löschen. Löschen, 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 löschen. Bis auf einen, der mir von da oben die... ernsthaft? Bis von einen, der mir von da oben die Steine abbaut und dahin bringt. So, und was hat der gemacht? Der hat das wohin gebracht? Oh, ach, scheiße. Stimmt, wir haben ja... Okay, ja, das ist natürlich jetzt suboptimal. Na gut, ist eigentlich auch nicht. Da muss er eben ein bisschen weiter fahren. Ein bisschen weiter fahren. Nicht weit, so 100 Kilometer. Stimmt, für die Stoffförderbandproduktion. Ach, hey. So. Ja, alles in allem jetzt nicht ideal.
aber was willst du machen? So. Genau, das sollte ich eh noch eingestellt sein. Ja, genau. Genau so wollte ich es natürlich nicht haben. So. Moment, dann machen wir das so. Sieht besser aus. Okay, gut. Alles ein bisschen Spaghetti, aber naja. So, gut, das sollte funktionieren. Das Problem ist jetzt echt nur, dass der Stein jetzt ein bisschen zu langsam ist, offensichtlich. Das kann es doch nicht sein. Was ist denn da los? Ja, jetzt haben wir natürlich genau das Problem, dass die, weißt du was, komm, ihr holt die Steine von da und bringt sie da dann in den Gemischtwarenladen. Ich warte drauf, bis sich die wieder alle gegenseitig im Weg stehen. So, und in der Tat haben wir jetzt zu wenig Männchen da, die Förderbänder, also die Rutschen beschmeißen. So. Werden sich die zwar alle wieder gegen... Was ist mit euch zwei los? Habe ich nicht gesagt hier und da? Ich bild mir schon ein, ne? Wahrscheinlich wieder daneben geklickt. Ja, natürlich stehen die sich jetzt wieder alle im Weg. Ist klar. Okay. Gut, so funktioniert das nicht. Oh Gott, weißt du was? Komm. Alle weg nochmal. So. Da eine Rutsche hoch. Nein, nicht. Oh Gott. So. Du baust da ab. Oder habe ich nicht schon ein. Habe ich nicht schon ein, eine Mine? Mal schauen. Nee, Bergwerk habe ich noch nicht. Okay. Ja, so ist jetzt ein bisschen langweilig. Was problematisch ist, glaube ich, dass die. Dass das anders nicht funktioniert, oder? So, zack, zack. Machen die das jetzt? Ja. Das Problem ist halt echt, dass sich die gegenseitig im Weg stehen. Und dann kommt der natürlich da wieder nicht mehr durch. So, wo ist jetzt der, den ich hier... Das wäre dann der gewesen. Komm, ich verschieb dich mal da raus. So, jetzt müsst ihr wieder gehen, ne? Abbauen und rein da. So, und ihr da und daran. So, und da ist natürlich einer, dass du bist zu viel. Was machst du? Ja, die kommen da einfach nicht ran. Ja, mach mal, komm, mach mal so, bringst es eben direkt runter. Gut, alles in allem, glaube ich, baut das jetzt ganz gut ab. Da haben wir auch noch Steine, die müssten auch weg. Aber ich mache hier auf jeden Fall jetzt die Farm hin. Also das da unten machen wir da jetzt. Nur schauen, wo habe ich denn hier halbwegs... Ja, weiß ich nicht. Bauernhof, so. Der kommt dann ungefähr... Muss man aufpassen, weil genau da... Ich muss ja jetzt schauen, dass ich hier... Kommt die Straße durch. Genau, nämlich da. Die drei, da ist die Straße. Ja, das muss ich mir merken. Also da sollte ich vielleicht nicht ganz ranbauen. Heieiei. Ja, das ist echt bitter. Dass hier alles so ganz schwierig ist. Na egal. So, Farmfelder. Ach, hey, das habe ich befürchtet, ja, dass ich da natürlich jetzt fast nirgendwo ranbauen kann. Na, schauen wir mal, vielleicht reicht es ja aus. So einen Weg nach draußen muss ich mir lassen. Also wahrscheinlich der eine Baum wird auch gehen, dann muss ich den Baum wegmachen. Das sieht zwar jetzt ein bisschen seltsam aus, aber... Naja... Ist halt so, ne? So, Farmfeld. Zack. Dann wirst du natürlich
gießen, düngen und hier Getreide anbauen. So. Getreide bauen wir gleich an. Das sieht echt merkwürdig aus. Naja, gut. Getreide. So, einmal pflanzen. Und die ist wirklich nur für Tierfutter da. Die Farm. So, und das bedeutet, ich muss dann auch... Kann ich eigentlich hier? Es müsste ja gehen, dass ich hier jetzt dann... Zack. Nee, das geht nicht. Echt nicht? Warum kann ich über dem Getreide... Das müsste doch normalerweise gehen, oder? Ja, doch, geht. Aber da kann ich wahrscheinlich jetzt so wieder nicht mehr raus, oder? Können wir da greifermäßig noch raus? Nee, natürlich nicht. Okay. Das ist schade. Es geht wirklich nicht. Okay. Ich muss natürlich schauen, dass ich das Getreide, das ich hier dass ich hier mache, auch irgendwie rausbekomme, ne? Geschwindigkeitstechnischer Natur. Muss man so arbeiten. Nein, nicht so. So. Weil da hinten ist dann meine Kornmühle. Und dann machen wir da irgendwo... So, Kornmühle. Ist halt blöd, wenn die jetzt irgendwie so... Na gut, eigentlich ist egal. So, Kornmühle, du machst natürlich einfach Tierfutter, haben wir gesagt. So. Einmal so. Und einmal so. So. Nein, ich wollte eigentlich einen Greifer duplizieren, danke. So, gießen und düngen. Gießen kommt bald. Machen wir einen Brunnen irgendwo hin. Können wir eigentlich den da so machen, ne? Wobei, da komme ich ja wieder nirgendwo ran, den Brunnen müsste ich dann eher hier machen. Naja, ist ja egal, ne? Das sieht so witzig aus hier mit dem ganzen Zeug. So. Das ist alles irgendwie so zwischen... Und der Brunnen, Moment, irgendwie ist das... Das gefällt mir gar nicht so. So. Vielleicht doch eins weiter nach unten. So müsste es passen, oder? Und jetzt los. Ach Gott, die ist wieder auf unebenem Gelände. Gut, dann muss ich es wohl doch so bauen. Komisch. Das sieht so witzig aus, aber gut. Okay. So, also gießen passt. Dann muss ich nur mehr noch düngen. Schaffe ich jetzt irgendwie... Gut, könnte ich da noch rein mit den Düngerdingern. Jetzt kann ich nämlich echt mit Dünger nicht mehr reinfahren. Das ist natürlich bitter. Na egal. Auf jeden Fall, wir machen jetzt hier... Auf jeden Fall, was brauchen wir denn da? Wir haben hier die Weide. Die braucht Wasser und Tierfutter. Wo machen wir die denn hin? Die machen wir da unten hin, hätte ich gesagt. Die kommen dann daher, die beiden. So. Die schweben dann da so quasi halb in der Luft. Komme ich da mit einem Band ran? Wahrscheinlich ja nicht. Boah, das ist echt so bitter, dass hier alles so schräg auf quer ist, ja, irgendwie. Ich will das ehrlich gesagt gar nicht so schwebend haben. Gut, und ich brauche ja eh nicht wirklich da unten jetzt wieder alles so auf Biegen und Brechen nutzen. Wir machen hier jetzt mal, was haben wir denn da eigentlich? Das sind die Hühnerschenkel. Ich mache hier mal die Eierweide. Da machen wir zwei davon. Und ich meine, die könnte ich auch da auf der anderen Seite des Tals machen. Man macht sich besser. Gut, ich meine, das könnte ich hier dann machen. Ist auch so weit weg dann vom Schuss. Nee, komm, ich mach die mal hier hin. Dann sind die Eierweiden eben einfach da. Direkt nebenan. Wobei direkt nebenan ist wahrscheinlich wieder blöd. Na gut, andererseits... Ja, komm, das müsste schon gehen. Passt schon. Was? Ach, jetzt habe ich wieder zu wenig Stein. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Huch! Warum habe ich jetzt zu wenig Stein? Das gibt's doch nicht. Also zu wenig Stein zu haben ist echt bitter.
Gut, aber da könnte ich eigentlich... Moment, da machen wir jetzt was anderes. Ich baue hier jetzt mal kurz ein Steinlager hin. Weil ich möchte diesen Stein ja sowieso hier auch abbauen. So. Wie viele Männchen? Ich kann genügend Männchen machen. Wird hier einfach mal extrem Stein abgebaut. So. Bitte alle da bauen und rein da. Ja, lauft los. So. Toll, jetzt stehen die sich wieder alle gegenseitig im Weg. So. War hier irgendwie wieder zu erwarten. Ach Gott, Leute. So, und rein. Mal kurz trinken. Irgendwie gefällt mir das da. Ich bin mir ja nicht sicher, weil da kann ich ja trotzdem wieder mit dem Tierfutter. Naja, gut, ich kann hinten rausfahren und normalerweise... Habe ich jetzt schon? Ja, perfekt. So, machen wir da zwei Eiweiden. Zwei Eiweiden. Perfekt. So, und dann machen wir so, dass wir sagen, Tierfutter ist ungefähr auf der Höhe. So, da geht Tierfutter rein. Was? Ach Gott, ist das... Ernsthaft? Bin ich dazu... Warum? Warum geht das da... Hä? Okay, ja gut, keine Ahnung. So, machen wir jetzt so. Passt jetzt. Ja, ich weiß, dass da keine Rutsche drauf ist, ist mir klar. So. Einmal nach oben. Und dann einmal mit Logikblöcken hier Teiler, einmal da rein Teiloren. So, dann brauchen die noch ihre eigene Wasserversorgung. Da könnten wir eigentlich einen Brunnen ansetzen. Den könnten wir eigentlich gleich direkt dahinter machen, oder? Wenn ich da jetzt sage, komm hier Gebäude, Brunnen. Können wir den nicht einfach da dahinter hinsetzen? Nö, natürlich nicht. Ach hey. So, machen wir so. Ich mache da schon wieder Spaghetti-Dingens, ne? Schon wieder alles hier Spaghetti-Code-mäßig. So. Naja, hilft nix. Gut, das geht dann da rein. Dann sollten die eigentlich genügend... Ach, witzig. Ne, die haben natürlich nicht genügend Wasser, weil der Brunnen zu wenig Wasser liefert. Boah, das finde ich immer so schräg, dass die Brunnen echt zu wenig Wasser liefern. Bitte noch einen. So, danke. Okay, dann kommt eben da noch einer ran. Okay. So, jetzt sollte das eigentlich passen. Wasser haben die genug. Ja, das passt. Eier haben die auch. Also haben wir jetzt auch genug. Jetzt ist natürlich nur die Frage aller Fragen. Wie kriegen wir die Eier da jetzt wieder weg? Und vor allem... Jetzt wollte ich das besser als da machen und jetzt sieht es hier schon wieder so schrecklich aus. Und warum ist der Bauernhof hier der... Achso, weil wir könnten da natürlich auch ein bisschen Dünger vertragen. Den wir ja jetzt nicht mehr reinbekommen, den Dünger. Wobei ich müsste, glaube ich, einfach... Boah, die Beeren. Was haben wir da eigentlich noch? Die Hühnchenschenkel, ne? Ich glaube, ich baue die jetzt einfach die Hühnchendinger da hinten dran. Dann verzichten wir eben auf die Beeren hier. Oder? Oder bauen wir die Hühnchenfarmen, könnten wir da hinten hinbauen. Moment, ich möchte die noch gleich noch bauen. Wahrscheinlich haben wir mit einem Tierfutterproduzenten sowieso zu wenig. So, 1, 2. Ich schau mal, wie weit wir hier kommen. Hühnchenschenkel. Und nochmal Hühnchenschenkel. So, okay. Und ein Lager für Dünger kommt da natürlich auch ran. Machen wir das dahin?
die Bären sind mir ein bisschen im Weg. Wobei ich könnte eigentlich die Bären auch hier abernten. Naja, wobei. Ja komm, ich weiß nicht warum, dass ich da überhaupt so lange herumtue. Eigentlich brauche ich die ja eh nicht. Ach, guck mal, das Lager ist voll. So. Reiß die Steine hier weg. Da kommt ein neues Düngerlager hin. So. Dann kommt da 1, 2, 1, 2. Dann kommen da die Dünger raus. Machen wir mal kurz auf Pause, weil da... Ah, wo bauen wir denn dann die Eier? Also die können wir dann da hier vorne Kisten hinmachen, ne? Ja, offensichtlich, okay. Dann kommen die Eier auf jeden Fall unten raus. So, brauche ich Greife. Ich habe jetzt bewusst auf Pause, damit ich da... Ne, ich wollte eigentlich nur den Greifer da haben, so. Nein. Würdest du bitte die Güte haben, den Greifer zu... So, jetzt. Gott, manchmal dieses Spiel. So, bitte da einfach jetzt Eier rausziehen. Nein, kein Logiklink. Ach, Moment, die machen ja gar keinen Dünger. Oder? Macht ihr Dünger? Nee, die machen gar keinen Dünger. Gut, dann sparen können wir uns das hier sparen. Na, Gott sei Dank. So. Die machen ja in dem Fall gar keinen Dünger. Dann passt das auch. Okay, gut, dann. Ja. Nein, falsch. So. Sowas. Die machen ja in dem Fall eh keinen Dünger. Gut, dann ist jetzt die Frage aller Fragen. Wir müssen da irgendwie drüber kommen. Gut, ich glaube aber, dass mir die soweit sowieso, das reicht sowieso. Ich möchte jetzt nicht direkt da vor dem Haus, weil da, wir müssen da ja auch noch darüber dann. So, deshalb versuchen wir das irgendwie da so rüber zu bauen. Ich weiß, das ist echt gerade schon wieder richtiges Durcheinander. Oh nein, er macht Durcheinander. Und eigentlich wäre es ja schön, wenn ich das sogar schon mit anderen Bändern mache, aber die habe ich ja noch nicht. So, natürlich komme ich da jetzt genau wieder... Ach Gott, ernsthaft. Ich komme da natürlich genau wieder nicht hoch. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Na gut, Dann müssen wir doch da vorbei. Hilft doch alles nichts. So. Dann einmal so. Hui. Ach, sag jetzt nicht, dass... Doch, geht. So, okay. Gut, dann kommt das da so runter wieder zur Straße. Gott, das ist irgendwie schräg. Wobei, wir könnten eins machen. Wir machen da dann ein Rohstofflager für Futter. So, ein Futterlager. Das kommt da direkt neben die Straße hin, so. Genau. Und da können die dann das Zeug abholen. Das bedeutet, ich fahre da eher von hinten irgendwie rein. Ich muss aufpassen, weil ich habe zwei solche Linien, weil da kommen ja die Schenkel kommen da ja auch rein. Und eigentlich müsste ich den Dünger ja auch reinpacken, oder? Machen wir da einmal Eier. Einmal Hühnchenschenkel, also ja, rohes Hühnchen und einmal Dünger. Dünger und der vierte Slot bleibt erst noch leer. Da packen wir dann, müssen wir mal schauen, was wir da dann reinpacken. Okay. Das bedeutet, ich brauche da drei Lanes schon mal rein. Also drei so Lieferdinger. Ist das zu hoch eigentlich? Er wird sich rausstellen. So. Sieht zwar schrecklich aus, das weiß ich selber. Dass das nicht so das Tollste der tollen Dinge ist. Ist nur die Frage, kommen wir da überhaupt jetzt ran? Nein! Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe keine Ahnung. Ich habe irgendwo jetzt was hingebaut.
ich eigentlich nicht hinbauen. Was mit dem Moment? Das war jetzt seltsam. So. Ja, so viel zum Thema sauber machen und optimieren, ne? Gut, und beim Bauernhof, da fährt dann eh der Dünger vorbei. Da müssen wir dann schauen, dass wir den Dünger auch irgendwie dann reinbringen. Alter, das sieht ja schrecklich aus. Ich bin echt verzweifelt irgendwie. Aber es ist halt echt, ich meine, der Platz, wir haben wenig Platz da. Jetzt haben wir natürlich genau das Problem, was ich eigentlich nicht haben wollte. Ich muss das nämlich hier anders machen. Also ich hoffe nur, dass ich nicht irgendwas ändern muss da dran. Ja, dann drehe ich durch. Wenn ich da irgendwo drunter ran muss, dann das, also das geht nicht mehr. Das ist jetzt vorbei. Das bleibt jetzt für immer so. So, okay, gut, passt so, ja. So, jetzt ist nur die Frage aller Fragen, die sich stellt. Haben wir genügend? Nein, so. Gut, die ist ganz am Arbeiten, die sind ganz am Arbeiten, das passt eigentlich ganz gut so. So, dann kommt das Düngelager, können wir eigentlich dann auch wegreißen. Nein, ich möchte das eigentlich nur entfernen, danke. Das brauchen wir nicht, weil wir brauchen kein Düngelager. So, dann kommen jetzt doch diese beiden Weiden. Wo wir jeweils einen Brunnen ransetzen. Oder zwei Brunnen in Wirklichkeit. So, Brunnen. Weil zwei Brunnen müssten ausreichend sein. So, dann brauchen wir da Tierfutter. Oh. Das ist natürlich jetzt eher doof. Ja, super. Ja. Schon okay. Verarsch mich nicht, Spiel. Und der, okay, den Brunnen, der geht hier nicht. Och Gott, ernsthaft. Ja, bitte verschieben. Alles, wenn alles so schief auf quer ist, da bekomme ich echt... Dachte mir schon, wo ist denn jetzt das Wasser hingekommen? So. Dann einmal Tierfutter nach rüber. Boah, beim Tierfutter, ich bin mir da echt nicht sicher, ob das reicht. Aber gut, vorerst muss es reichen. So, dann machen wir da ein kleines Gestell. Ist das richtige Höhe? Ja, das passt. So, da auch. Jetzt ist nur die Frage aller Fragen, wenn ich den jetzt da mache, macht er das richtig? Ja, so ungefähr. So, die Kornmühle bekommt zu wenig Korn. Das liegt daran, weil der Bauernhof zu wenig produziert. So, dann einmal da. So rein und einen Teiler. Einen Teiler. Zack. Dann haben wir da jetzt zwei Dinge, die wir rausziehen sollen. Nämlich einmal... Ist jetzt die Frage, wie wir das rausbekommen. Einmal die Hühnchenschenkel, weil jetzt haben wir da hinten natürlich... Boah, das ist alles so schwierig gerade. So, das müsste ja noch gehen, ne? Geht das noch? Ja, es geht noch. So, und was haben wir da? Ach, hey, du wirst mir doch... Nee, okay, das passt gut. Das Lager, das haut hin so, das passt gut. So, dann kommt da hinten, hätte ich gesagt, der Dünger raus. So, einmal da der Dünger. Was war das jetzt? Ist das noch die richtige Höhe? Ich meine schon, ne? Ja. Dünger. So. Aber irgendwie wird das schlimmer als vorher. Ach, ich liebe dieses Spiel. So, und da kommen wir wahrscheinlich jetzt so nicht durch, oder? Oder kann man da noch... Kommen wir da noch durch mit dem Bändchen? Geht das so? Nee, natürlich nicht. Okay, gut. Dann vielleicht doch eins nach oben. Ne, was ist denn das? Verdrückt. Toll.
Gut. Das kommt da hoch. Und die Hähnchenkeulen nehmen wir vorne raus. So, das müsste auf der Höhe eigentlich noch gehen. Oder? Ja, perfekt. Hähnchenkeulen. Genauso wie wir da auch Hähnchenkeulen rausnehmen. Sehr schön. So. Hä? Wie kommt da... Oh. Oh, ich sehe gerade. Das ist natürlich nicht ideal, was da passiert. Moment. Was ist denn da jetzt passiert? Sie hat ja da einfach da vorne... Ach Gott, du wirst mich doch verarschen. Komm. Werkzeuge, Gegenstände aufheben. Macht er das weiter? Ja, natürlich jetzt... Oh Gott. Ich muss tricksen. So. Hat der doch glatt jetzt das, da unten beim Standardausgang die Hähnchenkeulen rausgegeben? Ich meine, ist irgendwie klar, aber finde ich nicht gut. Toll. So. Könntest du da bitte jetzt aufhören mit dem? Ja, jetzt macht er das nicht mehr. Da haben wir das Problem auch nicht, weil da haben wir es richtig gemacht. Wir hätten das einfach nicht da reinziehen dürfen, aber so machen wir, tricksen wir einfach, dass das halt nicht passiert. Ist nicht schön, aber naja. So, zack. Gut, und die Hähnchenkeulen können wir dann auch da hochfahren. So, zack, zack. Auf welcher Höhe sind wir da? Geht sich das aus? Ja, natürlich nicht ganz. So, okay. Gut, das wären dann die Hähnchenkeulen. Haben wir schon mal erwähnt, dass das alles ein bisschen durcheinander geworden ist hier? Obwohl ich das eigentlich besser machen wollte. Ich glaube schon, ne? So, gut. Hähnchenkeulen kommen raus, Tierfutter kommt rein. Das läuft alles so wie geplant. Das passt wunderbar. Und jetzt müssen wir nur noch schauen, dass wir irgendwie da den Dünger noch reinkriegen. Dann müssen wir wirklich, glaube ich, eins dieser Felder wegreißen. Leider. Leider muss ich eins dieser Felder wegreißen, weil wir da Dünger reinziehen müssen. So. Ist nur die Frage, wie wir das jetzt wieder unterbekommen. So. Ja, fragt mich nicht, was ich da genau mache. Das weiß ich selber nicht so wirklich. Moment, ich mache das auch komplett komisch. Machen wir das eher so, hätte ich gesagt. So. Dass wir von, nein, nicht so, dass wir von der Seite irgendwie reinkommen. So. Dann sollte das eigentlich alles ganz gut passen, hätte ich gesagt. Toll, natürlich, der eine Baum steht im Weg, ist klar. Weg mit dir, Baum! So. Nein, das... Ach, das sind ja auch die falschen, die will ich ja auch gar nicht. Ich möchte ja eher das Zeug, so. Gut, und dann kommt da ein Teiler hin. Jetzt erstmal hier so rüber, dass wir da anschließen.
Habe ich schon mal erwähnt, dass das alles ein bisschen kompliziert aussieht? Dass ich mich fast selber nicht mehr auskenne. Aber nicht so tragisch, oder? Oh Gott, irgendwie, ich weiß nicht, ne? Na egal, Hauptsache es funktioniert. Es muss ja nicht schön aussehen und es muss auch nicht nachvollziehbar aussehen. Hauptsache es funktioniert. So, da kommt ein Teiler ran. B, B, B. So, ein Logistikblock-Teiler. Machen wir so. So, und dann einmal kurz die Welt retten mit Dünger. Was? Die Welt mit Dünger retten? Ja, die Welt mit Dünger retten. So. Dann müssen wir da weiter noch. Ach ey, lass mal. Dann, was soll denn das jetzt sein? Ich weiß nicht. Würdest du bitte die Güte... Na toll, was ist da jetzt passiert? So. So. Nee, überhaupt nicht kompliziert gebaut hier. Nein, gar nicht. Achso, die produzieren natürlich jetzt nur dann Dünger, wenn irgendjemand Hähnchenschenkel abliefert. Klar. Ach, das Lager ist auch voll. Das ist ja doof. Soll ich da noch ein Steinlager machen? Aber irgendwie nervt mich das ja, dass da so viel Stein ist. So. Und dann machen wir da den Steinmetz, der jetzt einfach Ziegelsteine aus dem macht. So. Ja, frag mich jetzt nicht, warum, dass ich das hier so mache. Ich weiß das selber nicht so genau. Manchmal kann ich meine Sachen, also meine Vorgehensweisen auch nicht mehr nachvollziehen. Warum zieht der das jetzt nicht automatisch raus? Ach Gott, bitte einen Greifer, danke. So, bisschen mehr Geschwindigkeit bitte. Oh, ich habe keine freien Bevölkerungen mehr, das ist natürlich nicht so toll. So, und irgendwie glaube ich, habe ich da auch zu wenig Durchsatz. So, sehr schön. Noch ein Männchen dazu. Okay, das ist jetzt eher suboptimal. Das braucht man da jetzt nicht so übertreiben. Witzigerweise Rauszieher bringt das auf jeden Fall. Ohne Probleme. So, okay, dann haben wir da auf jeden Fall genügend Stein gelagert. Das passt gut so. So, das haben wir auch. Jetzt muss ich nur schauen, dass ich auf jeden Fall da jetzt den... Also hier dieses Düngerlager, ach hey, das muss ich auf jeden Fall jetzt irgendwie leeren. Das ist doof jetzt. So, weg damit. Aber wie schaffe ich das jetzt, dass ich das Düngerlager jetzt leere? Ich baue mal ein paar Häuser wieder. Ich habe keine Ahnung, warum das der Wagen da... Oh, ach, ich muss meine Basis erst verbessern. Oh je, da brauche ich blaue Münzen. Verdammt. Wie soll ich denn jetzt blaue Münzen bekommen? Da brauche ich ja die Apotheke. So weit bin ich doch noch gar nicht. Wie sieht es eigentlich in der Schule aus? Wo ist denn eigentlich meine Schule? Die ist irgendwo da... Wo war die nochmal? Da unten war die, ne? Hier wird eh irgendwas... Ach nee, hier wird auch nichts mehr... Ach, hier wird ja auch nichts mehr gemacht. Weil ich blaue Münzen brauche. Heieiei, ja gut, da müssen wir wohl oder übel gleich mal eine Apotheke bauen. Kann ich nicht, weil ich keine Eisenplatten habe. So, jetzt geht wieder alles den Bach runter. Du machst Nägel. Du machst Eisenplatten, ne? Wo kommen die hin? Die kommen auch da rein, ne? Aber wer nimmt die raus? Achso, dann nimmt der wieder raus. Boah, das ist ja alles sehr träge, muss ich sagen. Wo verbrauche ich die Eisenplatten? Die verbrauche ich dann hier offensichtlich. Gut, aber eigentlich dürfte ich ja Eisenplatten jetzt irgendwie schon bald mal bekommen. So in der Theorie. Weil ich ja jetzt diese anderen Dinge da nicht mehr raufziehe.
Also ich muss die Eisenproduktion muss ich echt dann als nächstes irgendwann mal angehen, aber ich wollte jetzt eigentlich schauen, dass ich dieses Lager irgendwie leer bekomme. Ach, was ist denn jetzt los? Ich habe Räder auch keine mehr? Hä? Warum habe ich jetzt keine... Ich dachte mir, Moment, Räder? Sägewerk? Wo ist mein Rad? Meine Radgeschichte überhaupt? Die ist ja auch irgendwo... Wo mache ich die Räder? Boah, ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus. Die mache ich hier. Okay. Warum geht da nichts weiter? Weil der Förster nichts macht. Also der macht schon was, aber zu wenig. So. Also der teilt sich das vor allem auch mit dem. Ja, sollte kein Problem sein normalerweise. Okay, und Räder habe ich zu wenig, weil ich die natürlich 1:1 in Fließbänder umwandle. Ach, alles geht den Bach runter. Habe ich schon mal erwähnt, dass alles den Bach runtergeht? Oh nein! Gut, ich meine, das Lager ist ja fast voll. Ja doch, jetzt wird es wieder besser mit den Rädern. Okay, gut. Also dann bitte, nein, nicht SD. Dann bitte einen Wagen machen. Weil ich muss den Dünger von da jetzt irgendwie wegbekommen. Bringen wir ihn in die Basis. Ja, wie gesagt, mit der Eisenproduktion bin ich echt nicht zufrieden, aber vielleicht, ich schaue trotzdem, ob ich irgendwann die Apotheke schaffe, da brauche ich aber 20 Eisenbahnen und die habe ich jetzt noch nicht, aber wie gesagt, die sollten sich so theoretisch, sollten die sich dann mal füllen. Komm, wir bauen jetzt da noch zwei Arbeiter hin, dass die einfach hier dann da ein bisschen, ja, weil die Schmiede, wie gesagt, das da unten, das gefällt mir gar nicht, das Lager ist jetzt schon voll. Häuser kann ich momentan keine mehr bauen. Ich könnte die aber noch verbessern. Das lasse ich aber noch momentan. Weil ich brauche es noch nicht. So, das läuft alles wie soll. Hier, das Lager ist voll. Das ist schön. Das könnten wir aber nochmal aufwerten. Wenn wir zumindest Bretter immer genug haben. Und ich habe keine Ahnung, warum das diese Wegen auf die Idee kommen, da oben hoch lang zu fahren. Ich check's ehrlich gesagt nicht ganz. Achso, weil es natürlich der kürzere Weg ist. Okay, da müsste ich da... sich da noch eher weiter runter oder so irgendwie. Weiß ich nicht. Hm. Ja, sollen sie machen. Ist egal. Ach stimmt, und ich merke gerade, ich habe hier auch immer noch Wohnhäuser stehen, die wir eigentlich umsiedeln sollten. Das zumindest. Komm, das siedeln wir mal um. So. Und das auch. Hier, das kommt weg. So, okay. Haben wir denn jetzt schon... Nee, haben wir noch nicht. Keine Eisenbahn. Also, weil der natürlich haufenweise Nägel macht. Nur wenn da mal was übrig bleibt... Ach Gott, gut, das kann natürlich nicht funktionieren. Dann machen wir doch eher den da. Das ist ja witzig, ich mache da echt zu viele Nägel. Boah, wie soll denn das funktionieren? Boah, ich bin ja echt, also da wundert mich nichts mehr. Ne? Na egal. Also das Eisen, wie gesagt, das Eisenverarbeiten ist sowieso so eine Sache. Da muss ich dann wirklich schauen, dass ich da dann auf diesem Feld das besser verarbeite. Wir jetzt erstmal, wir müssen uns auf das eine konzentrieren. Habe ich sonst noch irgendwo Eisen? Handelsposten, was kann ich da eigentlich? Okay, da kann ich Brot handeln. Kuchen, oh schön, verstärkte Bretter. Jetzt sollte ich mich auch ein bisschen auf die Handelsposten konzentrieren. Würde wahrscheinlich auch gehen. Was hat der so anzubieten? Ach, statt Kuchen hätte der Metallförderbänder, okay. Wäre natürlich auch eine Idee, dass ich einfach sage, okay, ich hole da Kuchen. Weil mit Brot oder mit Äpfel. Aber guck mal, oder sind das Äpfel? Den gebe ich Äpfel. Dann hat er Brot und vom Brot bekommen wir Kuchen und vom Kuchen würden wir hier Metallförderbänder bekommen. Aber das wäre schon praktisch, da müsste ich die Metallförderbänder nicht selber machen.
Vielleicht ist das eine valide Option hier, das Ganze anzugehen. Vielleicht ist das wirklich eine valide Option. Weil ich glaube, die Handelsposten sind ja, die kann man ja... Ach, schön, ich kann die sogar selber... Kann ich die verschieben? Nö, schade. Das wäre lustig, kann ich mir die einfach an die Basis verschieben. Was haben wir da eigentlich für Zauberer? Ach, ich will es gar nicht wissen. Das ist mir jetzt schon zu kompliziert. Tomaten? Apfelbaum. Ich meine, ich könnte jetzt echt da einfach eine Försterei hinbauen. So. Ja, nicht Holz. Ich möchte bitte, dass du Äpfel erntest, nicht Holz. Ach Gott, jetzt hat der... So, bitte einmal weg damit. Danke. So, dann brauchen wir da Baumsetzer. So. Toll. Ist einer da? Okay, gut. Und Obstbäume wie zum Beispiel Applebaum. Einen Applebaum, bitte. So, und den sollte der jetzt theoretisch farmen können. So. Genau, dann kommt das da rein, dann kommt da Brot rein. Sobald man Brot, dann kommt da Kuchen rein. Ja, dann machen wir es einfach so, ganz ehrlich. Ich meine, das wird wahrscheinlich jetzt ewig dauern, bis die wachsen. Wobei, wenn ich da noch mehr ransetze. Ich meine, das ist ein valider Weg. Wir müssen nicht immer alles selber anbauen. So. Wir müssen nicht immer alles selber anbauen und ganz ehrlich, ich kann es mir ja leisten. Ich habe genügend Geld, dass ich mir die Äpfelbäume leisten kann. Von dem her hätte ich gesagt, ist das ganz okay so. So. Gut, ja, der hat eh genügend Kapazitäten. Dann schauen wir mal, dass sich das entwickelt, dass der da Kuchen macht. Und für Kuchen bekommen wir dann... Ich meine, den müssen wir dann zwar über diesen ewig weiten Weg darüber transportieren. Aber bekomme ich vier solche. Ich könnte da natürlich auch ein Fließband bauen. Ich glaube, das mache ich auch. Überhaupt nicht übertrieben. Nee, nee. Komm, das machen wir jetzt. So, ein Fließband in den Wolken. Nenne ich das. Nein, das war jetzt falsch rum. Cloud, das war falsch rum. Das hast du wahrscheinlich gemerkt, ne? So. Hoffe nur, dass ich auch so viel Fließbänder habe, dass ich da kuchenmäßig was rausziehen kann. So, aber wenn das ganz hoch oben ist, dann stört mich das auch nicht irgendwie beim Abbauen, falls ich da irgendwann mal darüber komme dann. Boah, weil das wäre nämlich super, wenn ich mir die Fließbänder echt sparen könnte vom selber bauen. Wobei, da muss ich ja jetzt auch sofort aufpassen, dass ich keine Stofffließbänder mehr mache. Was ist das eigentlich für ein Handelsposten? Was hast du so anzubieten? Was bekomme ich da? Leder. Na, Leder will ich keins. So, wir kommen da hoch. Okay. Ja, ich fahre trotzdem ganz durch. Na? Oh nein. Oh, ach doch, geht sich aus. Okay. So, darüber. Sind wir da ungefähr als Luftlinie? Sollte eigentlich passen, ne? Da muss ich aber jetzt sofort dann aufhören. Ja, genau das wollte ich da unten. Super. Statisch jetzt, ihr wisst eh, kein Problem, ne? Das Spiel erlaubt das so zu bauen. Wolken, Highways. Ich hoffe, für euch ist das auch okay so. Aber... Wie gesagt, wenn es das Spiel erlaubt, warum nicht? Ja. So.
Und ich muss eh schauen, dass ich erstmal auch dann so viel Dingens habe, so viel Förderbänder. Einzige Problem, was ich sehe, ist natürlich dann, dass ich echt zu viel Stoffbänder dann habe. Aber die kann ich dann sofort beenden, sobald das angelaufen ist. Und das Tolle an dem Spiel ist ja auch, ich baue da jetzt einfach ein großes Lager hin. Ja. Dann habe ich die Förderbänder auch sofort verfügbar. Sobald ich welche habe. So. Moment, da bauen wir da seitlich ein bisschen ran. So. Und, nein. Da. Und ein Lager. Zack. So. Boah, ich bin echt so gespannt, ob das... Naja, funktionieren wird es auf jeden Fall. Aber was mir das bringt und wie schnell das es dann geht vor allem, da bin ich gespannt. So, kommen wir da jetzt... Ne, das geht sich natürlich ganz knapp nicht aus. So, oder doch? Geht sich's aus? Geht sich's aus? Spannend bis zum Schluss. Bisschen drehen, danke. Ja toll, geht sich natürlich genau um ein paar Pinöbel nicht aus. Aber ist ja nicht so tragisch. So. Wie gesagt, ja, ich weiß, das ist eigentlich jetzt nicht so gedacht, aber... Hey, ich meine, warum nicht, ne? So, haben wir da jetzt schon Äpfel? Ja, da werden schon schön Äpfel geliefert. So gefällt mir das ganz gut. Ach, wir haben schon 17 Kuchen. So, okay. Kuchen werden geliefert. Oh, ich sehe gerade, da bin ich ein bisschen doof gewesen. Das kann so natürlich nicht funktionieren. So. Aber so soll es dann theoretisch funktionieren. Okay. Gut, und das Lager kommt, das bauen wir gleich aus. Sehr schön. So, und jetzt muss ich wirklich sofort die Stoffförderbandproduktion stoppen. Wo ist die? Die ist da, die brauchen wir jetzt definitiv nicht mehr. So können wir eigentlich sogar gleich... Komm, das reißen wir sogar gleich weg. Ja, toll, echt, ne? Ich hoffe nur, dass ich jetzt nicht zu optimistisch war. Dann können wir das in Wirklichkeit auch wegreißen. So, und dann da so hoch. Haben wir denn jetzt schon Metallförderbänder? Also ich hoffe, dass das mit dem Handel, aber normalerweise müsste das unendlich lange gehen. So, was haben wir da jetzt? Ach, die Kuchen kommen schon. Was für eine Freude. Es dauert zwar ewig und noch 3 Tage, aber naja. So, der hat einfach zu... Es muss schneller gehen. Gut, das wird gleich der erste sein, wo wir dann Metallförderbänder ranpacken. Was könnten wir dann noch handeln? Naja, schauen wir mal. Ja, die Kuchen brauchen noch. Oh, was ist denn da los? Oh, gucke mal. Das ist jetzt, das ist nicht so gut. So, arbeite bitte einmal daran und daran. Boah, und der Förster, dass der wirklich, das wundert mich, dass der echt so... Oder müsste ich da düngen? Nee, das kann ich ja gar nicht düngen. So, dann haben wir jetzt eigentlich... Okay, jetzt haben wir Metall auch schon. Das ist schön. Also ich bin froh, dass ich auf jeden Fall jetzt hier die... Komm, das Lager, das räumen wir jetzt eigentlich auch aus, hätte ich gesagt, oder? Ach, ich kann keine Männchen mehr machen. Was bist du eigentlich? Bist du... Ach, guck mal, der... Der macht nix. Ja, und was macht der da?
Ich würde jetzt echt gerne wissen, was der macht. Das finde ich so schade, dass ich da irgendwie, weiß ich nicht, oftmals einfach... So, und den checke ich auch nicht. Basis Holzrad. Ach, das war, klar, ja, ich weiß schon. Okay, das ist der. Das waren die, die zum Stoffförderband Machteil. So, okay. Das bedeutet, ich kann jetzt zwei machen. Die hier mal schnell das ausräumen. Rein in die Basis. So, haben wir jetzt schon? Sind da schon die ersten Kuchen angekommen? Ja, wunderbar. Ach, wie schön. Guck mal. So, das bedeutet, ich habe jetzt... Ach, ist das schön. Ich habe jetzt Metallförderbänder und ich packe die bei Nummer 5 rein. So. So, okay. Schön. Haben wir Metallförderbänder. Wunderbar. Und ich sehe gerade, ich sollte hier vielleicht echt ein bisschen mehr Obstbäume pflanzen. Aber können wir ja, ne? Oder können wir nicht? Doch. Wir haben ja genügend von allem. So. Pflanze, Apfelbaum. Dann ist zumindest das Thema echt fertig. Gott sei Dank. Weil das hat mir Kopfzerbrechen bereitet, das Thema mit den Förderbändern, weil... Ja, weil die Förderbänder natürlich einen immensen Vorrat an Eisen brauchen, den ich ja eigentlich nicht habe. Ja. So, und was machen wir jetzt eigentlich als nächstes? Das Lager ist fast leer. Bitte leert das jetzt komplett aus. Gut, da... Oh, ach schön, Dampfmotor. Okay, super. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich blaue Münzen bräuchte. Ah, Moment, jetzt haben wir auf jeden Fall hier mal das Lager... Stimmt, ich muss... Ach, hey, ich muss ja das Lager anschließen. So, ich muss hier auf jeden Fall... Ja, ich weiß, dass das... So, du haust ab. Ich weiß, dass das jetzt nichts mehr hat. So. Weil ich diesen Saustall da, der muss weg. Genauso wie diese Weide. Ach, guck mal, das ist ja interessant. Die Kiste kommt weg, du kommst auch weg. Die Eierweide kommt auch weg. Die rohe Hühnchenweide, also die kommt dann weg. Sollen erstmal die ganzen Eier noch rausziehen. Nicht Blockebene, ich wollte eigentlich das da wegtun. So, okay, dann kommt das eigentlich auch weg. So, und dann können wir da eigentlich dann die Straße gleich weiterziehen. Straße zum Glück. Toll, die ist hier schon wieder... Die hier echt schon wieder zu steil, oder was? Ja, offensichtlich. So. Machen wir eben so. Ist ja okay, ich bin ja hier flexibel. Das ist ja auch viel zu steile Zehs erst. Boah, meine armen Wegen, da müssen die sich ja richtig anstrengen, dass sie da nach oben kommen. Moment, das haben wir jetzt ein bisschen falsch gebaut. Das reicht so auch. So, okay. Ah, sehr schön. So gefällt mir das. Okay. Gut, dann müssen wir jetzt nur mehr noch schauen. Ist die Weide jetzt dann... Haben wir da dann... Könntet ihr dann bald mal... Was machst du eigentlich? Ach, der macht da hier Wasser. Komm, weg mit dem Brunnen da. Weg mit dem Brunnen. Braucht kein Mensch. So, die Kartoffelkiste, die werden wir vorerst noch da lassen, hätte ich gesagt. Wie sieht es denn eigentlich jetzt mit meiner Apfelproduktion aus? Ah, es sind immer noch zu wenig. Ah, das ist halt wirklich Massenproduktion. Eigentlich gefällt mir das.
Oh nein. Voll gegen die biologische eigentlich Geschichte, dass das alles so langsam und schön wachsen soll. Gegen die natürliche, nicht biologische, gegen die natürliche Geschichte, dass das alles langsam wachsen soll. Denn ich brauche einfach nur massenweise Äpfel. Um hier massenweise Kuchen zu machen, um massenweise Dinge zu bauen. Da muss ich jetzt hier, ich glaube, ich muss hier jetzt sogar eine zweite Metallgeschichte bauen. So. Kann man da noch... Ja, muss ich so machen. Nee, das ist zu niedrig. So, und dann einmal nach unten und nochmal nach unten. Und so sollte das dann ganz gut passen, denke ich mal. So, wunderbar. Hey, Doppelrutsche. Schön. Ja, damit hier kontinuierlich schön Eisenbänder entstehen. Aber komm, ich habe jetzt schon echt richtig viel. Das passt gut so. So, weiter im Kontext, dass ich hier jetzt das da wegmache. Sind die Eier jetzt... Oh Gott, das dauert viel zu lange. Ja, komm, weg damit. Passt schon. Du haust auch ab. So, wo ist jetzt der Eiermann? Wie jetzt? Du willst mir jetzt... Moment. Willst mir jetzt sagen, dass ich da zu viel Eier habe? Nö. Ich müsste den jetzt eigentlich eh sehen, oder? Der macht gar nichts. So, wo ist denn jetzt der, der jetzt Eier transportieren sollte? Der ist das. Genau, weil der ist jetzt hoffnungslos verwirrt, weil er nicht weiß, wohin. So. Weil du wirst jetzt von hier Eier holen und diese Eier dann da in den Lebensmittelmarkt bringen. Sehr schön. So. Haben wir jetzt sonst noch einen, der hoffnungslos verwirrt in der Gegend rumsteht? Nee, nicht wirklich. So, die sind voll. Moment, ich könnte das Lager noch ein bisschen upgraden. So, okay. Das Lager ist auch voll. Aber das ist nicht voll gut. Also Stein haben wir auf jeden Fall mehr als genug. Hier, das passt auch ganz gut, so hätte ich gesagt. Ach schön, ja, es ist doch definitiv besser gemacht da oben jetzt. Das passt schon so. So, hier die Kornmühle brauche ich jetzt eigentlich ja auch nicht mehr. Also ich würde sagen, dass ich da jetzt ehrlich gesagt mal das Getreide... Gut, ich könnte statt der Kornmühle... Ich könnte Brot machen. Mache ich momentan eigentlich Brot? Ja, hier, ne? Aber wir könnten für den Lebensmittelmarkt ja natürlich auch bessere Sachen machen, wie zum Beispiel... Ach nee, wir haben ja noch gar keine Taverne. Jetzt kommt's mir erst. Die sollte ich ja vielleicht auch mal machen. So, eine Taverne hierhin. Das geht sich noch gut aus. So, und eine Apotheke. Moment, habe ich jetzt nochmal Taverne gemacht? Eine Apotheke, bitte. So. Die packen wir dann dahin. So, brauchen wir da irgendwas mit Brot? Ne, Bandagen, Kräuterli-Zeug. Kräuterbandagen, Salben, Stärkungsmittel. Ja, gut. Aber die Taverne, da könnten wir eigentlich so ein Sandwich machen. Brot, Käse, gekochtes Huhn. Also wir könnten eins machen, dass wir da statt Hühnchen eher Milch produzieren. Also ich würde sagen, wir deaktivieren die jetzt mal. Will ich das jetzt eigentlich und dass ich da statt, also auch Mehl noch mache? Dann da eine Bäckerei für Brot. Will ich das jetzt? Ich bin mir echt nicht sicher. Na gut, eigentlich ist es okay, glaube ich. Das da oben, das passt ja jetzt ganz gut. Da muss ich unbedingt noch den Weg verbessern. So.
Ich glaube, das ist dann ganz gut so. So. Ja, sehr schön. Ach, und das fehlt natürlich auch noch. Guck dir das an. So. Schön. Sehr schön. Okay, gut. Machen wir nämlich da eine andere Küche hin, wo dann Sandwiches gemacht werden. Wo sind die da? Brot, Käse, gekochtes Huhn. So. Und Käse brauchen... Achso, und da muss ich Käse noch machen. Da brauche ich ja Stoff auch noch. Genau, das habe ich ganz vergessen. Verdammt, okay. Gut, aber Stoff sollten wir theoretisch mehr als genug haben. Wird der ins Lager geliefert? Ja. Also einmal Stoff nach unten für Gäse. Gekochtes Huhn müsste man eigentlich da theoretisch genügend drin. Achso, jetzt müssen wir... Ach, ich merke gerade. Stimmt, der Wagen, rohes Hühnchen einfach mal da runterbringen. In die Küche. So, und dann einmal hier... Nein, weg da. Arbeiter, Wagen. So, gekochtes Hühnchen kommt. Obwohl, ich könnte da eigentlich auch ein rohes Hühnchen reinpacken, oder? Gut, ich brauche auf jeden Fall Kohle. Ja gut, aber dann haben wir da so viel. So, und die Weide stellen wir um auf Milchproduktion. So, das sollte alles passen. Dann müssen wir da noch Brot machen. Na, was habe ich denn jetzt gemacht? Ach Gott, Brot? Käse. Sandwich. So. Gut. Habe ich schon mal erwähnt, dass das jetzt alles irgendwie wieder ein bisschen durcheinander ist? Nee, oder? So, dann ein weiterer Wagen, der hier von da jetzt mal hier gekochtes Hühnchen da reinbringt. Dann haben wir das da so drinnen. Weil dann ist das nicht ganz weg. Also es bleibt da noch, aber das ist ja dann okay. Aber man kann ja schön durchfahren. Da ist jetzt die Milchproduktion, das ist schön so. Ach, das ist ja doof. Ich müsste da vielleicht einfach Tierfutter und nicht Getreide rausziehen. Ist auch klar irgendwie. Ne? So, Gegenstand aufheben, danke. So. Und dann eben ein weiterer Arbeiter, der hier... Ach, ich merke gerade, ich kann schon Planwagen... Nee, kann ich nicht, weil ich brauche Eisenräder. Ich habe keine Männchen mehr, verdammt. Gut, dann würde ich sagen, komm. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. So. Ich könnte schon Planwagen bauen, aber dazu bräuchte ich Räder. So, die Milch da runter und da rein. So, dann müssten wir eigentlich so ziemlich... Achso, nee, Mehl brauchen wir auch noch. Brauchen wir noch einen Wagen, der dann da das Mehl abholt und da reinbringt. So. Jetzt müssen wir aber alle Zutaten haben, oder? Genau. Und dann wird da natürlich das Sandwich hier in die Taverne gebracht. So. Wollen wir noch schön ein paar Wege rundherum machen. So, okay, gut. Und eigentlich müssten wir in der Apotheke auch gucken, dass wir Bandagen, Stoff, Kräuter und Verband... Also wenn, dann machen wir natürlich gleich hier die besseren, den Wickel. Da muss ich schauen, habe ich irgendwo Kräuterlies? Das könnte man natürlich dahin bauen. Kann ich Kräuter anbauen? Müsste ja eigentlich schon auch gehen, oder? Pflanze Kräuter, ja. Das bauen wir nämlich dann dahin. Ein Bauernhof kommt dahin, der einmal hier ein paar Kräuter... Ja, nicht Baumwolle bitte nicht, sondern Kräuter möchte ich haben von dir. So. Was brauche ich da? Farbenfelder, ne? Muss jetzt nicht so übertrieben viel sein. So, sollte reichen. Kräuter. Passt, okay. Einen Brunnen können wir nebenan setzen und gedüngt wird einfach gar nicht.
So, okay. Und mit den Kräutern machen wir dann was. Wo ist denn das dann? Eine Werkstatt oder was? Was macht denn das da? Werkstatt? Vielzahl von nützlichen. Schauen wir mal, ob das jetzt die Werkstatt ist. Ich habe keine Arbeiter mehr. Super. So, du machst auf jeden Fall. Nee. Wickel. Warum kann ich das noch nicht machen? Ach, weil ich das. Medizin kann ich noch nicht, weil ich blaue Münzen brauche, oder? Boah, wie fies ist das denn? Okay, dann muss ich anfangen, muss ich doch mit dem Billigen anfangen, mit den Verbänden. Gut, aber ist ja egal, dann machen wir da. Moment. Ja, ich weiß, dass ich keine. Also ich habe pausiert, jetzt dachte ich mir schon, was ist denn jetzt los? Und irgendwie habe ich sogar das Gefühl, dass ich hier schon wieder anfange, alles so unnötig eng zu bauen. Aber ich muss echt schauen, Arbeiter. Leute, es tut mir leid. So. Weg mit euch. Ich muss echt da einmal jetzt Wickel machen. Da. Also Verband. Aus Stoff. Und dazu 1, 2 oder 3. Komme ich da hoch? Geht sich das aus? Ja, sollte sich ganz knapp, ja nicht nur ganz knapp, das geht sich gut aus sogar. Warum habe ich das Gefühl, dass ich früher oder später wahrscheinlich hier wieder alles voll habe? So, und das kann dann da raus, also momentan, ne, Bauernhof ist ein Blödsinn, da kommt das natürlich nicht raus. Moment. Ich meine, vorerst wird jetzt noch ein Wagen das ganz schnell hier darüber transportieren. In die Apotheke. So, damit das auf jeden Fall, aber dann machen wir hier in der Werkstatt, kommt dann da, genau, Kräuter und Verband, also das muss dann da raus. Machen wir jetzt noch nicht. Dann da rein, ja. Genauso wie da dann. Das kann man ja jetzt schon machen. So. Moment, da schauen wir, dass wir ein bisschen höher machen. Damit man da dann zur Not auch noch durchfahren kann, wenn es ist. So, zack. Und zack, zack. Ja, sehr schön. Aber jetzt muss erstmal, müssen wir jetzt hier schauen, dass wir da die blauen Münzen bekommen. Das müsste ja jetzt hier schön. Ja, sehr schön. Okay, Medizin forscht jetzt. Das passt. Ist gut so. Was ist eigentlich da los? So. Jetzt ein bisschen schneller arbeiten da. Natürlich checkt er das nicht. Bitte daran. Danke. Super. Okay. So, die Weide, die ist am Arbeiten, das ist auch am Arbeiten, das passt so halbwegs ganz gut alles, hätte ich gesagt. Witzigerweise geht irgendwas zu langsam, ich mache da mal ein bisschen schneller. Ja, ich würde mal sagen, das reicht so vorerst. So, wir haben da im Lager, okay, das Hühnchen wird fast zu wenig. Ich bin am Überlegen, ich glaube, ich werde doch eher. Ja, im schlimmsten Fall müssen wir einfach da oben dann irgendwie nachholen. Aber das funktioniert auf jeden Fall ganz gut hier. Das gefällt mir sehr gut so. So, das Lager ist fast voll. Warum haben wir eigentlich hier? So, das machen wir doch so. Ich befürchte, dass der Stein jetzt bald mal nichts mehr zu tun hat. Weil die Steine aus sind, aber dazu haben wir eh eigentlich den da. Ziehen wir jetzt da eigentlich Steine? Genau, wo fahren wir denn die hin? In den Bedarfsladen, ne? Also in den Gemischtwarenladen. Gut, münztechnisch sieht es eigentlich ganz in Ordnung aus alles. Was machen die eigentlich?
Förderbänder, ja. Ach so, stimmt, das waren die, da jetzt kann ich das Lager wegreißen. Passt, okay. Naja, schön langsam wird es ja doch wieder. So, hier, das ist jetzt nicht unbedingt so, dass es zu langsam oder schnell ginge. Das passt. Was haben wir da eigentlich? Stoffmäntelchen, okay. Naja, alles in allem sieht es ganz gut aus. So, und sobald wir das dann fertig erforscht haben, die Medizin, können wir auch schön weiter... Moment, ich werde jetzt mal ganz kurz die erweiterte Logistik und die Sachen wegziehen, damit wir uns wirklich... Gut, wobei die beiden... Was ist denn jetzt los? So, die können wir auf jeden Fall machen. Obwohl eigentlich, glaube ich, ist es egal, weil... Bis ich 12 Münzen, das schaffen wir ja sowieso nicht. Was macht der eigentlich? Wo... Hä? Wo... Was machst du da? Weiß man nicht so genau, ne? Mal echt nicht, diese Männchen. Hilf doch da oben mit. Statt da blöd rumzustehen. So, und eigentlich, wie viel Bänder habe ich jetzt? Ich müsste eigentlich, also so Metallbänder müsste ich ja jetzt unendlich viele schon haben. Ja. Metallbänder sind voll. Wow. Das ging ja jetzt echt richtig schnell. Gut, also ich kann auf jeden Fall jetzt alles in Metallbänder umwandeln. Boah, das ist super. Ich habe echt keine... Ich brauche keine Stoffbänder mehr. Und ich brauche auch keine Metallbänder mehr bauen. Boah, das ist richtig gut. Also da bin ich echt froh jetzt drüber. Ich meine, auch wenn ich die jetzt nirgendwo brauche unbedingt. Rein von der Geschwindigkeit her, glaube ich, sind wir überall echt gut unterwegs. Tausche ich sie jetzt trotzdem überall aus. Dann kann ich aber auch diesen Apfelbauern hier... Wahrscheinlich ein bisschen reduzieren von der Geschwindigkeit her. Wenn wir schon mal dabei sind. Komm, wir prassen jetzt einfach ein bisschen. Weil es egal ist, ich habe so viel von denen. So. Bitte handeln. Ja, weil ich halt einfach für einen Kuchen 4 Bänder bekomme. Stoffbänder haben wir auch sehr viele, ja. Oh, was ist denn da los? Was ist denn da los? Moment, was ist denn da los? Oh, was ist denn da los? Das kann ich so natürlich jetzt nicht akzeptieren. So. Weißt du was? Fahr das in den Gemischtwarenladen. So. Haben wir da eigentlich jetzt normale Bretter? Haben wir da eh gar nicht mehr, nein. So, was ist das hier? Das ist die Küche für die Brote. Was fehlt da? Da fehlt natürlich hier das Zeug, weil der ein bisschen... Der ist zu langsam, oder? Gibt's das? Ja, der ist zu langsam. Der hat zu wenig Getreide. Und eigentlich haben wir jetzt irgendwo Dünger. Ich meine, wir haben da schon viel Dünger drin, aber nicht ausreichend viel. Weil ich weiß ja nicht, die... Wo haben wir jetzt Lager? Dünger hier wäre ein bisschen Dünger. Wir könnten natürlich jetzt hergehen und einen Wagen nehmen, der uns Dünger von da... ins Hauptlager bringt, damit wir nicht mit Männchen, sondern mit einem Wagen vom Hauptlager Dünger daran bringen. Ja? So. Und der bekommt ein paar zusätzliche Felder. So. Damit er da ein bisschen zusätzlich auch Getreide machen kann. Dann sollte der eigentlich auch eher ein bisschen am... Komm, 3 Arbeiter reichen, glaube ich, trotzdem. Weil die Kornmühle kommt ja sowieso. Ja, das passt. Okay. So, blaue Münzen sind trotzdem irgendwie nicht so... Noch nicht so wirklich. Gut, das liegt aber daran, weil der natürlich hier echt nicht rankommt momentan. Nicht gut rankommt. Aber das ist ja auch nur eine vorübergehende Lösung. Nee, was mache ich da? Das muss ja da gar nicht ran. Ich könnte das eigentlich schon da rausziehen lassen. Wo ist denn da eigentlich der Wagen? Ach, okay, der muss natürlich hier ewig weit fahren, um da ranzukommen.
könnte das natürlich etwas optimieren. So, und zwar dadurch. Werkzeuge, Rohstoffe entfernen. Bitte einmal hier die Äpfelbäume weg. Es war schön, dass die mal da waren, aber naja. Ach, der fährt da irgendwie außen rum. Okay, na gut, das ist natürlich klar, dass da dann, dass er da irgendwo hinkommt. So, okay, schön. Was brauchen wir da eigentlich? Ach, da brauchen wir blaue Münzen und Eisenräder. Jetzt ist natürlich die Frage, Eisenräder, kann ich die in der Werkstatt machen? Ich kann mich gar nicht mehr so genau dran erinnern. Was ist denn jetzt eigentlich los? Jetzt haben wir hier kein Brennmaterial mehr. Das muss ich nächstes Mal unbedingt umbauen. Also das ist wirklich, das gefällt mir hier gar nicht. Nee, die Eisenräder kommen in der großen Fabrik. Die Eisenräder kommen hier in der, in der Maschinenhalle. Ich baue da mal eine her, nur damit ich mal schauen kann, was ich eigentlich hier so alles machen kann. Zahnräder. Wo brauche ich Zahnräder? Für mechanische Schienen, die ich eh nicht brauche. Und Gott sei Dank brauche ich keine Metallförderbänder. Aber die Eisenräder könnte ich eigentlich schon bauen aus Eisenplatten. Aber das machen wir dann da hinten hin. So, ich setze die schon mal darunter, damit ich nachher dann weiß, was ich hier machen wollte, ursprünglich. So, und wie weit ist die Forschung jetzt schon? Fortgeschritten? 49, 50. Ach ey, das kann noch dauern. Vielleicht sollte ich die Stoff... ich glaube, ich mache da doch noch einen zweiten jetzt vorerst mal. Weil ich muss unbedingt... Ja, die Eisenräder, die sind unbedingt wichtig. Also nächstes Mal werden wir auf jeden Fall alle Wegen durch Planwegen ersetzen. So, okay, das arbeitet auch. Das Lager ist voll mit Brettern, das gefällt mir gut so. Weißt du was, komm. Wenn wir schon mal dabei sind, gleich mal alles wechseln. Fließbandmäßig. Was haben wir denn da? Ach hey. Aber einmal in die Richtung, einmal in die Richtung und einmal in die Richtung. Da muss ich richtig aufpassen, dass ich das ja nicht in die falsche Richtung setze. So, das passt. Die Küche ist irgendwie ausgelastet, so halbwegs. Taverne, naja, kommt besser als nix, würde ich sagen. So, zack, zack. Ach, und das Ding hat natürlich jetzt keinen Dünger mehr. Dann müsste ich hier Dünger rausziehen. Müsste ich da die drei Felder... Oder muss ich wahrscheinlich entfernen, ne? Oder geht das? Ah, es geht sogar. Wieso? Okay, witzig. Hier geht's, dass ich rüberkomme. Moment, da muss ich auf jeden Fall Pause drücken. So. Einmal da... Was habe ich da jetzt gemacht? Das wollte ich gar nicht. Bitte einmal da wieder das Tierfutter raus und da einmal... Nein, keinen Logiklink und einmal Dünger raus. So. Und Pause, Ende. Genau, jetzt passt's. Jetzt hat er nämlich Dünger auch. Perfekt. Super. Gott, und jetzt hat er zu wenig Wasser auch noch. Gut, einen zweiten Brunnen kann ich da aber leider jetzt... Mit einem zweiten Brunnen kann ich da leider nicht dienen. Oder? Kann ich da irgendwo sowas wie einen Brunnen hinsetzen? So vielleicht. Ich hab doch da. Obwohl, nee, es müsste ja eigentlich, wenn ich so mache, müsste das ja auch gehen, oder? Warum? Jetzt geht's, oder? Ja. Gut, jetzt wird diese Weide mit zwei Brunnen versorgt. Passt gut so. Ja, perfekt. So, jetzt läuft das wieder optimal. Jetzt läuft das wieder optimal. Super. Schön. Finde ich gut. So, das läuft auch quasi optimal ab. Bis auf das, dass die natürlich ein bisschen zu wenig
zu wenig machen. Wo fahren die eigentlich hin? Fahren die beide in den Gemischtwarenladen? Ja. Dann würde ich nämlich sagen, machen wir da eher so, dass du da jetzt nimmst und in den Gemischtwarenladen reinbringst. So, und der zweite. Genau, du nimmst auch bei dieser Wegen. Du nimmst auch da und in den Gemischtwarenladen. Oh, ach, das ist jetzt doof. Das ist jetzt blöd. Jetzt haben wir da. Jetzt haben wir kein Holz mehr. Na super. Moment, das kriegen wir anders hin. So. Ist natürlich schlecht für die Ausbildung, wenn wir kein Holz mehr haben für Bücher. Und ich sehe schon, die Münzen werden mehr, die blauen. Das geht ja gar nicht. So, okay. Gut, das fährt alles hier. Das ist halt, die Küche ist halt irgendwie eine Katastrophe. Die muss ich auch irgendwie anders machen. Wobei andererseits, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Oh, was ist da? Was? Ach Gott, Leute. Das ist echt manchmal so doof, dass ich die so blöd anstellen. Hallo, würdest du bitte da rauflegen? Danke. So. Bitte da rauflegen? Oh Gott. Was ist mit euch los, Männchen? Also manchmal muss ich echt sagen, seid ihr mir echt ein bisschen suspekt, ne? So. Einer da, einer da. Du legst von da darauf. Du legst von da darauf. So. Haut das jetzt hin. Ja, Gott sei Dank. Dann so aufpassen, weil die auf einmal nichts mehr machen. Und irgendwie die gebratenen Hühnchen, das finde ich jetzt nicht so gut. Würde eher sagen, so einmal hier die gebratenen Hühnchen ablegen. Machen wir das jetzt anders. Du holst jetzt rohe Hühnchenschenkel von da oben ab und bringst die rohen Hühnchenschenkel da rein, weil dann machen wir eben da hier auch noch gebratene Hühnchenschenkel draus. Dann ist nämlich hier nicht, werden hier nicht die gebratenen Hühnchenschenkel dadurch irgendwie weniger. Gut, das liegt halt auch daran, weil wir da so weit weg sind. Na, schauen wir mal, ob sich das jetzt wieder ausbaut irgendwie. Oh nein, guck mal, das Sägewerk ist zu langsam. Ah, ich habe schon wieder keine freie Bevölkerung mehr. Das darf wohl nicht wahr sein. Müssen wir jetzt vielleicht doch Häuser upgraden anfangen. So, okay. Oh, ah, oh, schön. Sehr schön, geschafft. Wunderbar. Medizin, okay, gut, dann. Gut, das kommt dann eh noch alles. Dann können wir jetzt auch hier die Geschichte machen. Nämlich hier einmal Medizin machen. Hier Wickel. So. Und einen Mitarbeiter einstellen, dann können wir nämlich den Wagen, der hier jetzt momentan das holst. So, genau, du fährst das jetzt nochmal rüber. Ist da jetzt noch einer, der was? Moment, du. Hier bleiben. Bleib hier. Du holst da Medizin raus und bringst das in die Apotheke. So, jetzt hat er wahrscheinlich aber vorher schon. Nee, passt, okay. So, weil da bekommen wir nämlich wesentlich mehr. So, wo ist der zweite Wagen, der da jetzt reinfährt? Bist du? Ich holst dir auch die Wickel ab und bringst die darüber. Oh, ach, jetzt geht's auf einmal wieder schnell, die Erforschung, okay? Der könnte auch ein bisschen schneller arbeiten. Wobei es eigentlich egal ist, weil ich komme ja sowieso offensichtlich ja nicht so wirklich ran. Die Straßen sind ja auch schon wieder zu schmal für den großen, für das Verkehrsgroßaufkommen, das ich hier offensichtlich habe. Ich muss überall große Straßen bauen. Das ist echt zu witzig, weil die nämlich echt sonst überall rumfahren, diese Wegen. So. Einmal da und einmal da. Einmal da. Einmal da.
Weil das geht ja da eh schon wieder nicht mehr. Weil das schon wieder hier so komisch steil ist. Na egal. Ich würde mal sagen, 2 reichen da hoch auch. Gut, ja schön. Auf einmal bekommen wir richtig viel blaue Münzen. Sehr schön. Also das Dorf entwickelt sich prächtig, besser als gedacht, muss ich sagen. Einzig ab nächstes Mal, wir müssen echt hier diese Metallgeschichte, also die müssen wir wirklich ändern, weil das, was da, ich meine, ich lasse das hier mal so, aber wir werden da hinten dann auf jeden Fall hier professionell Metall abarbeiten, ja. Aber dazu mehr nächstes Mal. Jetzt muss ich nur schauen, was kann man denn eigentlich Verzauberer, Auflader, das ist mir sowieso alles zu erschöpftes Mana. Okay, ich habe keine Ahnung. Aber was hat der? Der würde Leder verkaufen. Leder brauchen wir aber nicht. Was haben wir sonst noch für Handelsposten? Weil die Handelsposten sind eigentlich ein unterschätztes Gut. Also der kann auch tolle Sachen verzaubern. Was haben wir da noch? Verstärkte Bretter vom Bären. Gut, das wäre wahrscheinlich auch nicht so blöd. Weil dann kriegen wir da vielleicht unsere verstärkten Bretter, müssen wir die auch nicht machen, weil Eisen offensichtlich wirklich ein... Na gut, da ist auch noch viel Eisen, also so schlimm ist es jetzt gar nicht. So, was haben wir da noch? Der hat Wolle. Gut, also das ist wirklich Wolle. Nee. Custom. Custom, okay. Das Rezept Custom. Also Wolle, das ist... Nee, das ist jetzt nicht gut. Ich meine, das ist eine Goldgrube, also das muss ich wirklich sagen. Hier mit dem Kuchen, da könnte ich vielleicht sogar ein bisschen Kuchen abzweigen. Könnte ich vielleicht wirklich ein bisschen Kuchen abzweigen und mir dann heimfahren, weil ich glaube, dass die Leute durchaus auch Kuchen wollen. Sicherlich hier. Alter, 30 gelbe Münzen bekomme ich da. Oder Bärenkuchen, 12 violette Münzen. Das ist interessant. Ich glaube nämlich, ein Bärenkuchen, das könnte man, sind da nicht irgendwo Bären auch da? Die wären hier, ne? Ja komm, dann machen wir doch gleich mal. Bauen wir doch gleich mal aus. Ja. Wir sagen, wir werden da. So, Moment. Benötigt Stützblock. Ja, dann setz doch einen Stützblock ran. Ich meine, Spiel. So, dann werden wir nicht da echt Bärenkuchen machen. Ich hoffe nur, Moment, da muss ich jetzt kurz gucken. Bärenkuchen. Was brauche ich denn da? Produziert von Küche, Kuchen, Marmelade, Zucker und Beeren. Ach ey. Gut, aber das sollte jetzt kein Problem sein, weil Marmelade... Ja, das kriegen wir alles da ran. Dann wird das hier meine Bärenkuchenfabrik. Muss ich nur schauen, ich möchte da auf jeden Fall dann ein paar Kuchen einlagern. Weil ich glaube nicht, dass ich eh schon so viel Förderbänder habe, dass ich so viel kann ich niemals mehr brauchen, wie ich jetzt schon habe. Sind wir jetzt eigentlich schon? Warum nehme ich jetzt eigentlich die falschen Stützblöcke? Ich habe keine Ahnung. Manchmal, ne? So, Moment. Ist das hier? Ja, passt fast. So, gut. Zack. Und dann einmal noch einen Logikblock, dass wir hier auf jeden Fall einen Teiler hinpacken. Sehr schön. So, und dann dieses Lager machen wir auch groß. Was? Ich habe keine verstärkten Bretter. Was? Oh Gott, ernsthaft? Ich hätte die nicht liefern sollen, ne? Moment, bleib mal hier. Bleib mal da. Keine verstärkten Bretter mehr. Toll. Warum nicht? An was mangelt es denn hier jetzt wieder? Kein Brennmaterial? Wo sind denn die Männchen hier, die da liefern? Also Brennmaterial ist da drin? Ja, offensichtlich bin ich da. Okay, ja gut, das ist der Baumliefer. Okay, ich verstehe schon. Ja, wie gesagt, das ist alles sehr chaotisch gemacht unten. Na gut. Aber, liebe Leute, ich würde sagen, das soll es für heute gewesen sein. Wir haben eh schon wieder mal sehr viel gemacht hier. Boah, die Kuchen. Ah, die Kuchen. Es sind Kuchen. Das ist so schön. So. Wir haben sehr viel geschafft heute und es hat mir wieder richtig viel Spaß gemacht. Jetzt haben wir auch blaue Münzen und alles entwickelt sich prächtig. Die Basis könnte ich bald wieder erweitern, aber das sehen wir alles erst in der nächsten Folge. Machen wir schon wieder fast 2 Stunden. Das ist ja ein Wahnsinn. Also, danke fürs Zusehen. Tschüss, Leute.